sobald wir dann unten ein bisschen unseren Raum haben. Tschüss. So. An dieser Map habe ich irgendwie keine so Ruckelstellen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht weil die noch von einem älteren Map-Generator ist. Könnte ja sein. Jetzt sprinte schon. Ich gebiete dir zu sprinten. Ja, der bleibt aber jedem Block hängen und dann sprintet er nicht mehr. So. Und rüber. Yeah, Mephiles. So heißt der Track. Mephiles. Eigentlich könnten wir, nur der Schönheit halber, so machen. Und ehrlich gesagt, das passt mir hier überhaupt nicht. So, 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 so. Hallo? Ist da jemand? Unten sind Schweinepriester. Aber ansonsten. Ja, jetzt ist gut. Ja, ja. Ja, schon klar. Ist gut. Kleiner Rabauke. So, so. Zum Glück bauen die sich so wahnsinnig schnell ab, die Netherrack-Steine. Netherrack oder wie auch immer. So, und dann packen wir mal hier noch Cobblin hin. So, schon ergibt der Raum ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Dass das Portal hier so drin ist und hier ist einfach nur so eine Art Gang. Aber bitte nicht ganz so hoch. So. Von außen kann man es dann immer noch anpassen. Irgendwann in Peaceful. Aber jetzt muss das erstmal reichen. Ja, das muss so bleiben. Außer ich mache hier noch so. Hm, ja. Aber hier so ein Eingang. So, das ist eins zu weit, ne? Ja, war irgendwo logisch. Danach muss ich hier so einen ganz gedrungenen Durchgang. Aber bitte mit denen hier. Nicht mit normalen Kobbels. Das wäre mir recht. Dankeschön. Jetzt komm. Ich will immer nur so lange drücken, wie es unbedingt sein muss. Deswegen klappt es da teilweise nicht. So. Ein bisschen tiefer sollten wir gehen, dass wir auch wirklich nicht auf Oberfläche treffen. Bei unserem Räumchen. Klar, wir bauen uns hier noch was schön Episches und tralali und tralala und hast du nicht gesehen. Aber erstmal muss das reichen. So, dann kommt hier mal das raus, machen wir schon gleich richtig. So, 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 hier unten greift uns wenigstens nichts an. Oh, ich weiß gar nicht, nee, auf Treppen spawnen die ja nicht. Und hier drin wird auch nichts spawnen, das halte ich für unwahrscheinlich. So, 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 so. La 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 la. Ja, hier muss ich aber doch nochmal kurz raushauen, weil sonst komme ich da nicht ran. So. Ups. Ja, egal. Nein. So. So ist es richtig. So, so, so. Haben wir halt doch nicht das weihnachtliche Texture-Pack. Ist mir gerade so eingefallen nochmal, ging mir gerade so durch den Kopf. Deswegen sage ich einfach mal, was ich denke. Tralali und tralala. Pupsgesicht, habe ich gerade gedacht. Also sage ich es einfach mal. So, so, so. So, so. So, so, so. Mach mal, wenn schon gleich ein bisschen richtig. Ach nee, das geht ja jetzt nicht mehr. Hätte ich. Ja. Und hier ist ein Schweinepriester ganz in der Nähe. Das war auch falsch. So, jetzt ist richtig. So und ja, ich stelle mich da jetzt nicht hin. Jetzt. Nein, wieder. So. Wie tief wollen wir denn noch runter? Wie tief sind wir denn jetzt schon? Also ich kann sagen, hier ist noch so Oberfläche und hier unten sind wir jetzt. Ich glaube, hier unten könnte man sich mal häuslich einrichten auf der Höhe. So.
gehe ich mal jetzt in die Richtung. Wie viele gehen mal in die Richtung? Ich glaube, 4 sollten reichen. Ja, doch. Machen wir hier übrigens mal Fackeln hin. Ach, die andere Seite natürlich auch noch, aber das muss ja erstmal 1, 2, 3, 4. Oh. Interessant. Finde ich aber gar nicht so schlecht gerade. Ach, da ist der Schweinepriester. Okay. Ein Gast scheint hier nicht aktuell akut in der Nähe zu sein. Hm. Die haben so ganz komische Schwerter, die Viecher. So grüne. Ich wünschte, die könnte man denen klauen. Die sind bestimmt voll stark. Naja. So. Das heißt, wir könnten uns hier so eine Art Terrasse hinmachen. Die müsste man halt, was weiß ich, mit irgendwas schützen. Mit Glas oder so. Das wäre eine Idee. 1, 2, 3, 4. Aber erstmal tschüss. So, jetzt wissen wir, dass das hier war. Da gehen wir erstmal so weit, wie es geht. Hier so. Ich glaube, der Gronkh hatte da irgendeinen Glitch, dass die so wahnsinnig schnell abgebaut wurden, die Netherrack-Dinger. Aber ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Man müsste ihn mal fragen. Nein, wir wollen ja keine Glitches nutzen. Ich muss trotzdem mal fragen. Das ist bestimmt voll praktisch so für meine private Welt. Das ist sicher praktisch, weil da ist mir egal, ob ich Glitches nutze. Obwohl, hier könnten wir das eigentlich auch machen, weil es ist ja kein Cheating, es ist ja nur ein Glitch. Müsste man mal fragen. So. Lalala. Na komm. Jetzt wünscht man sich eine Diamantenspitzhacke, weil die Dinger dann nur so wegfliegen. Aber die will man dafür ja auch nicht verschwenden. Da kann man ruhig vom Verschwenden reden. Da gibt's bessere und wichtigere Sachen abzubauen. Jetzt gehen wir nochmal so in die Richtung. Schön geräumig machen, nicht bloß so ein kleines Kabuff. Muss ja nicht so minimalistisch sein, weil es ist ja schon minimalistisch. So. Jetzt noch den hier. Gehen wir hier einmal durch. Mensch, wie viel Netherrack wir jetzt schon haben müssen. Von dem bisschen rumgebuddel. Weil es baut sich halt auch so, ja, wahnsinnig schnell ab, wollte ich sagen. Ja, hier schon über 3 Stacks. Stacks schon über 3. Also schon über 3 Stacks. Das ist zwar nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir hier natürlich noch den obersten weg. Die oberste Reihe, damit es auch 3 hoch ist. Ich mache meine Räume aus Prinzip immer 3 hoch oder manchmal auch 4, je nachdem. Außer es sind große Säle, dann mache ich teilweise 5 oder 6 oder 10 vielleicht sogar. Wenn es so richtig große Säle werden oder sowas. So wie meine früheren Map, die ich ja verloren habe, das wisst ihr ja. Habe ich ja ganz in der ersten Folge erzählt, weil Minecraft irgendwie rumgespannt hat und ich habe irgendwie die Maps nicht gespeichert oder gerettet. Da war so wahnsinnig viel Zeug drin. Ja, alles weg. Aber dem traue ich ja mittlerweile nicht mehr hinterher. Anfangs schon noch. Ach, das war so schön. Ich darf nicht dran denken. Was da alles gab. Unglaublich. Weil ich ja seit der Alpha an der Map rumgebaut hatte. Dazwischen ein paar Probleme gehabt. Okay, ich glaube, weil das lag auch daran, dass es eine Alpha-Map war. Hat man teilweise ein bisschen Probleme oder sowas. Teilweise auch einfach nur deshalb, weil dann in den alten Gebieten nichts Neues war. Teilweise von bestimmten... Ja, ist gut. Bestimmten Sachen. So, und ich glaube, wir werden jetzt mal hier den Boden ersetzen. Ja, das geht. Machen wir Reihe für Reihe, sodass wir auch sicher stehen können. So. Und wenigstens gleich wieder Platz für einen Stack Netherrack. So, hier können wir stehen. Mal ganz vorsichtig, weil der Boden des Nethers ist nun mal, Lava. Von daher ist runterfallen in manchen Situationen nicht so schön. Es ist mir schon passiert, dass ich irgendwie nach unten gebuddelt habe. So in früheren Maps, beziehungsweise in der früheren Map. Die legendäre Supermap war das. Achso, hier können wir einmal einsammeln. Ich buddel nach unten eine Treppe. Ja, und sagen wir mal so, danach habe ich nie wieder auf diese Weise nach unten eine Treppe gebuddelt. Ach, genau 64. Ist ja cool. Nein. Einer. Was? Ich dachte schon, das war hier drin. Aber geht ja gar nicht. Mann.
So. So. Auch schön säuberlich, fein säuberlich machen. Hoffentlich verschwindet der jetzt nicht nur wegen dem einen Netherrack, das ist mir auch egal. So. Ja, das ist jetzt wieder nur ein bisschen rumgebuddelt, aber wenn, dann machen wir es gleich richtig. Vor allem, weil Netherrack geht mir zu leicht kaputt, das brennt auch viel zu leicht. Zu ewig. Ja, keine Spitzhacke mehr. Das ist der Hit. Ja, aber per Hand baut sich das sehr langsam ab, ne? Ja. Das heißt, wir gehen mal zurück. Obwohl, nee. Wir haben ja eine Werkbank. Wir haben Stöcker. Haben wir doch alles. Was rede ich denn? Wieso zurückgehen? Ist gar nicht nötig. So. Stellen wir uns hier mal eine Werkbank hin. Ja. Genau, wir verarbeiten jetzt die Werkbank weiter. Machen wir uns gleich mal zwei. Tschüss. Und wie auch immer. Ja, musst du halt weg. Ist mir egal. Du auch. Ist mir auch egal. So, schon können wir weitermachen. Ist doch super. Gut, dass wir uns gleich gut ausgerüstet haben. In der letzten Aufnahme. Ist wichtig, dass man sowas vorher macht. Dann hat man nachher keinen Ärger und kann einfach durcharbeiten. Einfach mal sehr praktisch. So, 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 so. Ist das Smooth Lighting? Ich hab doch, nee. Ist off. Na, okay. Ich weiß nicht, warum das gerade so aussieht hier so ein bisschen. Stimmt ihr mir dazu, dass es hier so ein bisschen aussieht, als wäre Smooth Lighting? Da, hier seht ihr das. Da vielleicht auch bloß, weil die Steine so komisch sind, dass das dann so aussieht. Ich quatsch mich schon wieder im Kopf und Kragen. Huch. So. Ja, die dramatische Musik passt auch super gerade. Huch. Ja. Huch, huch. So. Ich wollte gerade sagen, ich sollte man es. Wenn man zu oft huch sagt, ist das ein Zeichen dafür, dass man irgendwas falsch macht. Ich liebe das immer, wie die Steine dann so rausspringen, die Blöcke. Hui. Ich finde, das sieht lustig aus. So, wir könnten uns schon mal überlegen, wo wir unsere Kiste hinstellen. Oder eher unsere beiden Kisten zu einer großen Vereinen. Oder so, keine Ahnung. Ach ja, so. Aber erstmal, nee, erstmal machen wir die Wände richtig. Wenn schon, denn schon. Ich buddel das mir ja alles in einem Rutsch weg. Ja, die eine Ecke habe ich absichtlich gelassen, die sieht man sowieso nicht. Weil die ja von den Blöcken zur Seite verdeckt ist. Also das da. Hier, das dort. Da, das hier, das da steht vor, aber das ist egal. Ich glaube, ich muss das nicht erklären. Hui. Moment. Lalala. Bam, 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 bam. Ist auch nicht so, ich sag's zwar immer wieder, aber ist auch nicht so, dass die Musik viel zu dramatisch wäre für das, was wir gerade machen. Aber andere Höhlen und Nether und sonst was Musik habe ich gar nicht. Von daher ist das schon okay.